Er küsst sie. Sie küsst sie. Und er küsst gleich sie beide. Ihr habt das mit jedem und das einfach Malle. Auch egal, wie der andere heißt, oder? Natürlich, natürlich. Aber was wissen die flirtenden Urlauber überhaupt über ihre Kusspartner? Und wie ist ihr Name? Fuck. Hier kommt das Kiss-Quiz auf Mallorca. Sonne, Strand und Sex. Na Logo, wir sind auf der Lieblingsurlaubsinsel der Deutschen. Ausnahmezustand gibt's hier nicht nur am Partystrand. Auch im Megapark am Ballermann geht's heiß her. Hier wird wild geknutscht. Tom und Anja kennen sich übrigens erst seit einer halben Stunde. Die perfekten Kandidaten fürs Kiss-Quiz. Welche Haarfarbe hat sie? Blond, was sonst? Welche Augenfarbe? Relativ weiß. Hä? Welche Augenfarbe? Ja, die ist relativ weiß. Es sieht ganz so aus, als würden die Jungs im Urlaub beim Knutschen so gar nichts mehr mitbekommen. Auf was achtet man denn als meistes? Auf die Haarfarbe, Augenfarbe auf oder? Augen. Nur auf die Augen? Auf die schönen Augen, ja. Auf die Jagd nach schönen Augen begeben sich die Jungs vor allem in der Nacht. Nächste Kiss-Quiz-Station Bierkönig. Und nicht nur wegen der gefühlten 35 Grad geht's hier heiß her. Braun. Wie? Brünett. Brünett. Schau mal richtig. Wie heißt sie denn? Die hat so einen komischen Namen, deswegen. Wie denn? Der ist exotisch. Die exotische Knutschpartnerin von Martin ist zwischenzeitlich geflüchtet. Zum Ärger unseres vergesslichen Rosenkavaliers. Wo ist sie denn? Du musst sie zurückholen. Respekt. Danke, danke, danke. Oh nein. Ups, sorry. Aber keine Sorge, lieber Martin. Namen vergessen passiert sogar unzertrennlichen Freunden. Wie heißt denn dein Freund hier? Daniel. Uma, du Arschloch. Übrigens verspüren 35% der Frauen angeblich im Urlaub mehr Lust auf Erotik. Und Frauen sind laut Statistik bei gelegentlichem Spontansex offenbar wählerischer als Männer. Aber auch aufmerksamer, wir machen den Test mit Kiss-Quiz-Kandidatin Anna. Wie heißt der denn? Philipp. Was trägt der für Klamotten? Schwarzes T-Shirt. Was hat er für eine Augenfarbe? Braun, hellbraun. Und was für eine Haarfarbe? Dunkelbraun. Was sagt Philipp dazu, dass seine Flirtpartnerin alles über ihn wusste? Das gehört ja zum Austausch dazu, oder? Bevor man das macht. Was glaubst du, woran liegt es, dass die Männer sich gar nichts merken, noch nicht mal die Augen fahren? Zu viel Alkohol. Der Alkoholkonsum sorgt offenbar dafür, dass unser nächster Kandidat nicht mal die Spielregeln versteht. Wie heißt sie denn? Manuel. Nö. Nächster Versuch. Wie heißt sie? Deine Freundin hier? Hanna. Die Augenfarbe. Oh oh, Ärger im Knutschparadies. Hallo, ein bisschen verraten. Hellbraun. Ja, nach 3 Jahren sollte er es schon wissen. Zu viel Alkohol. Ob's auch am Alkohol liegt, dass 75% der Deutschen im Urlaub mehr Sex haben als zu Hause? Der 25-jährige Sascha scheint für die Studie repräsentativ. Doppelt flirten, doppelt Spaß und doppelt so wenig Ahnung. Blond und braun. Nö, grün und braun. Okay, jetzt konzentrier dich. Sascha, noch kannst du das Kiss-Quiz gewinnen. Die 2 Mädels hier, ja? Wie heißen die denn? Ich hab den gerade erst kennengelernt. Ah, also weißt du die Namen nicht? Nein. Fazit im Kiss-Quiz. 2 von 3 Männern wussten noch nicht mal den Namen ihrer Flirtpartnerin. Den Mädels scheint's egal. Da ist doch mal hier, ne? Egal, mal ist nur einmal im Jahr. Richtig, denn über eines sollte man sich keine Illusionen machen. Urlaubsflirts sind nun mal Liebeleien mit Ablaufdatum.